Hallo liebe Zuschauer des Device-Kanals. In diesem Video werde ich über den Philips 27E1N 5500 LA Monitor sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Bildschirmauflösung 2560x1440 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 75 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 1 Millisekunde. VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel. Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büroanwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt. Besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178 zu 178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Smart Image Spielmodus für Spieler optimiert. Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff, speziell auf Spieler abgestimmt und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der FPS-Modus First-Person-Shooting verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der Racing-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der RTS-Modus Real-Time Strategy verfügt über einen speziellen Smart-Frame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereiches ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. Gamer 1 und Gamer 2 ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen. Low-Blue-Modus und Flicker-Free für schonendes Fernsehen. Low-Blue-Modus und die Flicker-Free-Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. Smart Contrast für Details in dunklen Bildszenen. Smart Contrast ist eine Philips-Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 61,4 cm breit, 38 cm hoch und 21,2 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 5,66 Kilogramm. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 6 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: zweimal HDMI 1.4, einmal DisplayPort 1.2 und einmal 3,5 mm Audio-Out. Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia. Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht. Kabelmanagement reduziert Kabelgewirr für einen ordentlichen Arbeitsplatz. Das Kabelmanagement im vertrauten Design ermöglicht Ihnen, Kabel, die für den Betrieb eines Anzeigegerätes benötigt werden, in Ihrer Arbeitsumgebung zu ordnen. Easy Select Menü-Taste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs. Die diskret angebrachte Easy Select Menü-Taste ermöglicht die schnelle und einfache Änderung von Monitoreinstellungen im Bildschirmmenü. Der Test für den Philips 27E1N 5500 LA Monitor ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder!